Guten Morgen. Hallo. Wir machen einen kleinen Morgenspaziergang. Ein Sonntagsspaziergang. Ja, am Berzdorfer See. Zum Aussichtsturm hin. Temperaturen frühlingshaft. Kein Wind. Angenehm. Ja, 121 Stufen. Man hat ganz schön zu tun, wenn man hier oben ist, ne? Ja, wenn man hier oben ist, dann ist ja vorbei. Geht's ja. Der Atem hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt, ja. Wie hoch sind wir hier eigentlich? Die Plattform hier ist in 19 Meter Höhe und die in 21 Meter. Kommt dann eigentlich höher vor, ne? Ja. Na gut, wir stehen hier auch auf dem Berg, ja. Eben, Berzdorfer Höhe. Und wenn man das sieht hier mit dem See dann hinten, ja, gut. Den schnellen Weg nehmen wir heute nicht, weil der hat was mit harter Landung zu tun. Es war jetzt das zweite Mal, dass wir hier auf dem Turm waren. Yes! Ich glaube vor 2 Jahren. Ich glaube, das war schon im ersten Winter, kann es sein? Ja, das kann auch schon sein. Also Ende 20, Anfang 21. 3 Jahre. Ja. So gut, jetzt gehen wir auf den Stolperweg hier in Richtung Berzdorfer See. Dann schauen wir mal, was da so abgeht. Yes. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr und auch das Jahr zuvor hatte ich mal Leute gesehen, die gebadet haben im Winter. Aha. Also wir haben heute Februar, heute ist der 18., glaube ich. Ja. Und wenn wir Glück haben, sehen wir wieder Leute, die sie im kalten Wasser planschen. Schauen wir mal. Na Morty, hast du das mitbekommen, wie mich einer fragte, was hier in meinem Rucksack ist, ob ich hier meine Tagesration zum Wandern mitnehme? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich habe ihm das gezeigt, ne? Aha. Er guckte ganz interessiert, wahrscheinlich hat er Hunger, ne? Hat er gesehen, Kamera, ja? Ja. Drohne. Aha. Danach war er satt. Kann man nicht essen. Und ist weggegangen. Ja, war eine schöne Sache hier, ne? Mit dem Turm da oben. Ja, jetzt müssen wir den Hoppelweg wieder zurückfahren. Ja, wir fahren jetzt zum Berzdorfer See. Und dann schauen wir mal. Und wenn wir das nächste Mal kommen, und wir sehen jetzt auch Polen, die da vielleicht baden. Dann nehmen wir das nächste Mal unsere Badehose mit. Dann baden wir mit. Gut, alles klar.
das war unser Sonntagsvormittagsausflug. Zum Aussichtsturm am Berzdorfer See und zum See selbst. Ja, wir hatten Glück. Wir haben sogar ein paar Leute gesehen, die gebadet haben. Also ist unsere Rechnung aufgegangen. Und mir fällt es eigentlich schwer, das Versprechen oder die Zusage einzuhalten, beim nächsten Mal Badehose mitzunehmen und dann selbst zu baden im Februar. Tschüss.